Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. In der letzten Folge haben wir ja einmal den Kühlschrank hier, einmal den Zylinderblock oder Betonblock und einmal diesen formschönen V6 hier drapiert. Und schauen wir mal, was der Lansdale davon hält. So. Ich kann mal die Kamera leicht drehen. So, das sieht cool aus. Muss nur schnell genug sein, um das Ganze... Obwohl, nee, so kann ich nicht richtig zielen. Ich muss richtig zielen. Also wir nehmen zuerst mal den Zylinderblock nochmal. Betonblock ist jetzt natürlich doof in der Kurve hier. Aber ich versuche es hinzukriegen. Oh, zu spät. Oh, gerade so noch. Aber sauber erwischt. Boah. Junge. Holla, die Waldfee. Boah, da hat es das ganze Dach hat's eingedrückt. Und jetzt knallt er hinten auch noch dagegen. Mit dem kann man, glaube ich, einen schönen Overlap, einen Small Overlap Test. Kann man mit dem, glaube ich, vor allem den. Den hat es ja ordentlich weggefriemelt hier. Ja. Heftig. Okay. Nochmal. Und jetzt der Motor. Das heißt, wir müssen jetzt auf die rechte Seite rüber. Ich könnte natürlich auch so fahren. Oder so. Aber so ist besser. Sieht man mehr vom Ganzen. Okay, schön auf der rechten Seite bleiben. Das Problem ist, in der Zeitlupe kann man sehr schlecht lenken. Also man kann lenken, aber es ist natürlich extremst verzögert. Was dem Ganzen dann natürlich... Shit. Nicht schnell genug reagiert. Ja, rums. Gut, den hat's weggefetzt. Schön, wie die Scheibe kaputt ist. Vor allem... Okay, der Beifahrer... Für den sehe ich schwarz. Hier hat's auch ein bisschen die Stühle verschoben. Ja... Die ganze Karre ist verfriemelt. So. Dann haben wir noch den Kühlschrank. Der muss jetzt auch noch dran glauben. Ich muss nur schauen, dass ich schnell genug bin. Ich mach mal 8-mal langsamer. Dann kann ich vielleicht schneller... Oder kann ich vielleicht noch ein bisschen nachlenken. Ich versuche mal noch ein bisschen sauberer zu treffen. Ich könnte auch mal so einen kleinen Stein hinlegen. Der ist vielleicht... Da gibt es ja verschiedene große Steine. Vielleicht habe ich so einen kleinen Stein, den ich... Aber ich möchte halt nur mit einem Rad gern treffen. Aber wir probieren auch das andere Ding mal aus. Da diese Platte. So, da ist der Kühlschrank. Oh, oh, oh. Treffe ich ihn? Ja. Bam! Oha! Okay. Der Kühlschrank kommt mit. Der kommt einfach mit. Oh, ich lenk mal. Hart einschlagen. Zu spät. Zu spät. Oh, 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 er kommt. Ui, 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 ui. Und, ah, der Kühlschrank. Luftverlust am Reifen. Ja, das, Rear Left Axle Defekt. Ja, ist nicht alles übersetzt, aber doch einiges mittlerweile. Oh, den könnte man bestimmt schön seitlich springen lassen, sodass er auf dem Dach landet. Das ist immer toll bei solchen luftigen Fahrzeugen. Ja, oder so eindrücken. Boing.
Und ein Dino steht drauf. Hier mal ein bisschen rumrollen. Nein? Okay, gut. So, den stellen wir zurück. Den stellen wir zurück. Den stellen wir zurück. Den stellen wir zurück. Und dann ersetzen wir mal. Ne, was ist das? Den Motor nehmen wir raus. Den hier nehmen wir auch raus. Wo ist es? Hier, flump. Ach, hier war Klonen, ja. Nein, nicht den, sondern den hier. Entschuldigung. Mal einen Schluck Kaffee. Was ist wechseln? Achso, okay. So, wir ersetzen den Zylinderblock durch dieses Sprungding. Hier, Spring. Ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert. Aktuelles Ersetzen. Ob die irgendwelche federt die ganze Zeit, oder? Okay, die müsste, eigentlich müsste die weiter in den Boden rein. Ja, die Position ist kacke hier. Wir machen es anders. Pass auf, wir nehmen den raus und machen hier. Hier auf der Geraden. Ja, ist besser. Aber auf der anderen Seite, oder? Ja. Auf der Seite hier drüben. Ja, hier ist besser. Hier haben wir eine schöne Gerade und dann können wir hier zum Ende der Geraden hier schön in der Mitte. Dann kann ich besser anfahren. So, und da packen wir jetzt die Feder hin. Aber kann ich die tiefer mal... Kann ich die hier reinsetzen? Ein Stück. Muss doch gehen. Das hier sind... Was ist Konfigurationen? Erweitern. Ach so, alle. Oh mein Gott. Okay, nein. Hilfe. Feder, Feder. Wo bist du? Da. Source. Rechtsklick auf die Voreinstellung, um es zu löschen. Aber hier kann man nicht... Nee. Neu spawnen. Nee. Bleib mal, chill mal, chill mal. Stopp. Ja, das Problem ist... Ja. Schade, wäre besser, wenn die irgendwie im Boden drin wäre. Aber wir kriegen die offensichtlich nicht im Boden rein. Die snappt hier direkt am Grund an. Wir könnten die eventuell vielleicht schräg stellen. Kann ich hier, was ist das? Das ist irgendwie die Mitte. Das kann ich hier fixieren. Nee, ist nicht gekoppelt. Boah, das macht mich ganz wahnsinnig. Dieses Gewackel hier. Ja, nee. Oder so. Wird zwar nicht viel bringen, denn wir werden das Ding einfach wegkatapultieren. Egal, ich probier's mal. Vielleicht wird's ja lustig. So, pass auf, das ist der. Er ist der GR, dann setzen wir ihn da hin. Und dann gehen wir auf den. Und den speichern wir weiter hinten. Ganz weit hinten. Wow. Ich fahr Scheiß zusammen. So, ich gehe mal gleich auf die Spur rüber hier.
und da können wir hier genug Schwung holen. So, ich denke mal, hier müsste passen. So. Gut. Und dann setzen wir den hier hin. Und dann Vollgas. Aber das mit dem Klotz, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich möchte das testen. Wenn man nur mit einem Rad schräg auf so, auf so einen Randstein drauf ballert. Ich muss echt mal schauen, ob wir da vielleicht so einen Stein nehmen oder so. Aber jetzt checken wir erstmal ab, was die Feder macht, wenn man die mit 170 erwischt. So, jetzt kann ich hier nämlich schön in die Mitte rein und kann jetzt hier schon in Ruhe langsamer machen und ein bisschen weiter rausgehen. So, hier kommt sie. Boing! Eieiei, und da fliegt sie davon. Und wir fahren einfach mal ganz fröhlich weiter. Da fliegt sie noch. Aber wir sind immer noch mit 150 km/h unterwegs. Und ich lenke jetzt einfach mal nicht. Mal schauen, was passiert. Wir kommen raus. Da fliegt die Feder, da fliegen wir. Da kommt ein Stein. Und wir fliegen sogar richtig schön hoch. Und die Feder ist irgendwo da hinten jetzt. Boing. Der Feder ist da hinten hochgeknallt. Da fliegt sie. Boing. So, und wir sind hier hoch. Bei GTA wären wir jetzt in der Military Airbase. Und da hinten liegt die Feder. Okay. Ja. Das hier setzen wir zurück. Und dann probieren wir was anderes. Also wie gesagt, das ist mir zu wenig. Das ist zu rund. Eine Flip-Ramp wäre auch nicht schlecht. Den Angle-Tester könnten wir eventuell schräg stellen und ganz leicht ansetzen. Dann hätten wir eine richtig heftige, scharfe Kante. Oh, der Styroporklotz, den habe ich noch nicht getestet. Den müssen wir mal testen. Den müssen wir mal... Was ist das denn jetzt? Ja klar, was ist das für Styropor? Um Himmels Willen. Ist ja hart wie... keine Ahnung was. Plumps. Nee, das ist, das Ding ist nicht gut. Oh nein, jetzt bin ich ganz da hinten. Okay. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ja. Hui. So. Oh, schön hier. Gibt's hier noch eine krassere? Ich kann doch nicht auf die Map gehen. Moment. Map. Nee, das ist hier die längste Gerade, ne? Sonst hatten wir hier eher so Kurvenzeug. Ja. Okay. So. Okay, Geschwindigkeit wieder runter auf 11. So. Dann. Das ging vielleicht nicht, weil es auf einer Brücke ist. Vielleicht muss der immer auf dem Boden stehen. Vielleicht will der immer auf dem Boden stehen wegen der Physik. Wegen der Physik eines Schaumstoffwürfels. Oh, hier gibt es auch noch einen anderen Cargo-Trailer. Oh, der ist auch neu. Oh, und das hier. Tilt-Deck-Trailer. Eieiei. So, das Ding. Hamsterradreifen, Metallbox. Hier sind verschiedene Steine. Das ist der blöde Styroporwürfel. Ein Stuhl.
Okay, wir nehmen diese komische DSC Shaker. Was ist ein Shaker? Habe ich das alte gelöscht? Ja, ne? Neu spawnen. Oh, bitte sei nicht unten. Was ist los? Ah! Oh. Upsi. Hä? Kommt der am Rand raus oder was? Ich war doch in der Mitte. Das heißt, ich muss dann hier hin. Hier hin und so ein bisschen rein wahrscheinlich. So. Wir probieren es einfach nochmal. So, hier, zack. Aktuelles ersetzen. Ja. Warum ist das jetzt hier? Habe ich hier Ankerpunkte? Ja, aber das ist unfassbar schwer, das Ding. Okay, vielleicht ist auf der Brücke nicht so optimal. Löschen. Was habe ich gelöscht? Habe ich mein anderes Auto gelöscht? Nee, habe ich nicht. Du sollst weg. So. Ah, jetzt muss ich wieder hinfliegen. Oh. So. Ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich, keine Sorge. Okay, weißt du was? Ich mach das hier vor der Brücke. Hier ist auch gerade, oder? Ja, das ist okay. Hier ist auch gerade. Wo macht das hin? Macht das an die Seite hin, oder was? So, pass mal auf. Wir probieren es nochmal. Vielleicht gibt es hier ein Problem mit der Brücke irgendwie. So, das hier ist doch die Mitte. Und der Boden sieht übrigens ziemlich cool aus. So. Ich könnte hier, hier die Sachen rausmachen. Dann sind nur noch die Mods drin. Neu spawnen. Okay. Wir kommen an dieser Ecke raus. Wie hoch ist denn das? Ist das gut? Kann das was? Increase Travel, Decrease Travel. Y, also Z in dem Fall wahrscheinlich. Nö. Z. H. Decrease ist in dem Fall größer machen. Und Increase Y, in dem Fall Z, ist kleiner machen. Aber das ist okay. Die Höhe ist vielleicht ganz okay. Wir probieren es mal. Wir können auch schön auf der Linie bleiben. Das sollte passen. So. Gib ihm. Passt die Musik ja jetzt gerade richtig fett dazu. So, dann mal schauen, dass ich das Ding wirklich nur mit einer Achse vorne links erwische. So, hier ist es jetzt noch, hier wird es gerade. Oh, oh, oh. Ein bisschen zu hoch. Ja. Er ist ein bisschen zu hoch, das Ding. Uiuiui. Uff. Ja.
Okay, kann ich das Teil weiter reinsetzen? Wir müssen es versuchen. Shift C. Okay, wir kamen. Wo kamen wir raus? Wo wollte ich es? Hier. Wollte ich es hier abstellen? Oder wollte ich es hier vorne abstellen? Ich glaube, ich wollte es hier vorne abstellen. Ich glaube, das hier ist der Ankerpunkt gewesen. Also gehen wir mal nach da drüben hin. Ach nee, ich will es ja nur mit einem Rad erwischen. Das ist schon okay so. Okay, doch, ja, das passt schon so. Ich muss es tiefer reinsetzen. So, erstmal nehmen wir das Ding. Und das ist unser... Ja, und das ist das Ding. So, also den hier löschen. Und dann machen wir das wieder hier direkt auf der Linie. Sehr hoher Detailgrad. Aber ein Stück tiefer, so ungefähr. Mal schauen. Ah, okay. Ich hätte die Filter übernehmen sollen. Egal. Haben es ja gleich wieder. Ohne Matratze. Wo ist es jetzt? Hier. Dieses Ding. So, mal schauen, ob es jetzt ein bisschen innerhalb vom Boden spawnt. Oh ja. Oh ja, ich glaube, das ist geil. Okay, wir speichern das mit STRG und R. Und jetzt kann ich es auch noch ein bisschen höher machen. Das ist gut. Können wir es hier relativ flach machen. Okay, geil wäre es natürlich, wenn es jetzt auch noch schräg wäre. Ob ich das hinbekomme? Ich will es ganz schräg haben. Welchen Punkt hat es denn jetzt genommen? Hier, ne? Okay, ich mache es anders. Ich mache es so. Und dann ist es so. Und dann, wenn ich es so haben möchte... Moment, lass mal überlegen. So müssten wir es machen. So ungefähr, von der Tiefe her. Da gibt es bestimmt eine andere Möglichkeit. Ihr könnt es ja, falls ihr die Möglichkeit kennt, könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich könnte natürlich auch googeln oder... Aber ja, das... sollte ich eigentlich mal machen. Dass wir die Sachen vielleicht schneller ausgerichtet bekommen. So, wie tief ist es denn jetzt? Oh ja, das ist geil. Das ist genau... Okay, das ist ziemlich... Ne, da muss ich einfach auf der linken Seite bleiben. Doch, das ist okay so. Das speichern wir. Hat das gemacht? STRG-R. So, hat er gemacht. Gut, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ballern wir da einfach mal volle Pulle drauf. Bis dahin, macht's mir gut, wenn's wieder heißt. Falsch rum. In der nächsten Folge, wenn's wieder heißt, Time to Play hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.